Unser Fokus ist heute das zukünftige Cybersicherheitsgesetz. Gerade beim Thema Cybersicherheitsgesetz geht es uns ganz, ganz stark darum, und das haben wir in jüngster Vergangenheit auch gemeinsam gemacht, um die Vernetzung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden. Wir haben im April begonnen mit Workshops von der Gruppengröße so zwischen 15 und 80 Personen, die wir bei jedem Workshop dabei gehabt haben. Von den 8 Leitthemen haben wir 2 Themen, die in besonderer Weise heiß und intensiv diskutiert worden sind. Das eine war das Thema Meldepflicht und vor allem der Nutzen dieser Meldepflicht. Das war ein zentrales Thema aus unserem Stakeholder-Dialog. Man möchte keine Regelungen, wo irgendwohin gemeldet wird, ohne dass man das Gefühl hat zu wissen, was passiert damit. Wird damit irgendeine bürokratische Statistik befüllt? Ein zweiter wesentlicher Themenbereich war die Frage des freiwilligen Informationsaustausches. Wenn man jetzt in einer entstehenden Krisensituation Informationen austauschen will, aufs Unternehmensseite, dürfen wir das überhaupt? Ein sehr positiver Weg, den wir hier in Österreich gehen, dass wir Gesetzgebungen in einer so heiklen Materie mit einem Dialog beginnen und nicht mit einem Diktat des Staates. Und ich bin auch viel im Gespräch mit Vertretern ausländischer Unternehmen und Behörden. Und wir haben hier in Österreich wirklich einen richtungsweisenden Weg eingeschlagen, um den wir durchaus auch beneidet werden. Wo wir über kritische Infrastruktur reden, haben wir einfach gesellschaftspolitisch eine Verantwortung. Und über diese Dinge müssen wir auch entsprechend so diskutieren, dass alle entsprechend hier nach einem gleichen Maß gemessen werden. Das macht sicherlich Sinn, so gut es halt geht, ein fragmentiertes Regulierungsbild europaweit zu vermeiden, da das weder für die regulierten Sektoren noch für die Regulierer, also sprich die entsprechenden Behörden, wirklich hilfreich ist. Terroristinnen und Terroristen werden uns weiter begleiten, aber das Thema Cybersicherheit geht weiter. Also jetzt zu sagen, wir müssen jetzt möglichst schnell zu einer Maßnahme kommen, wir haben das bei der Vorratsdatenspeicherung gesehen. Wenn man überhastet versucht, etwas quasi durchzupeitschen, dann ist es meistens nicht sonderlich langlebig. Dieses ganze Social Engineering dahinter, das betrifft ganz massiv die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Mitarbeitern um, genauso wie mit sozusagen auch Kundendaten oder Partnerdaten. Und da sind wir oft in der Situation in der IT-Sicherheit, dass gewissermaßen Datenschutz mit Datenschutz kollidieren kann. Wie gehen wir denn damit um, wenn es tatsächlich zu einem solchen Fall kommt, dass es hier eine Cyberattacke tatsächlich gegeben ist? Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich im Vorfeld damit beschäftigt. Heute werden wir noch hören über das Planspiel. Und eines ist für mich ganz, ganz entscheidend, was hier bei diesen Planspielen herausgekommen ist. Immer dann, wenn wir uns gemeinsam hingesetzt haben, immer dann, wenn wir aus den unterschiedlichen Blickwinkeln das entsprechend beurteilt haben, sind wir wieder um ein Stück weitergekommen. Sind wir wieder um ein Stück weitergekommen in der Findung einer entsprechenden Lösung. Es gibt definitiv einen Bedarf nach einem Early Warning System. Das kann jetzt ein Lagebild, das kann sonst eine Art von gegenseitiger Information sein. Es gibt einen Bedarf danach, dass man sich gegenseitig rasch informiert, sei es von staatlicher Seite, sei es von ZIRT-Seite, von wo auch immer, dass hier gerade etwas Großes im Anrollen ist, um rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Auch das wurde diesmal wieder im Planspiel gespielt und auch wieder mal bewiesen, dass das notwendig ist. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis war das Vertrauen als Grundlage der Kooperation, und unser Eindruck war, es gibt ein hohes Vertrauen zwischen staatlichen Stellen und den Betreibern, den privatwirtschaftlichen Unternehmen. Diesen Weg suchten in der Vergangenheit 9 von 10 Unternehmen nicht, den Weg zum Staat. Gerade wenn sie kleiner waren und wenig Erfahrung und persönliche Kontakte mit Ansprechpartnern bei unseren Sicherheitsbehörden hatten. Auf die Frage, warum macht ihr das nicht, war die Antwort eigentlich ganz simpel. Wir wissen schlichtweg nicht, was passiert. Rollt dann die Staatsanwaltschaft vor, räumt die mir den Serverraum leer und nimmt alle Laptops mit. Also solche zum Teil dubiosen Ängste standen da im Raum. Wir selbst, die Unternehmen, haben Sicherheitsvorfälle gehabt.
aber dennoch sagen nur ungefähr 20% der Unternehmen, dass sie wissen, wie sie gut darauf reagieren sollen, über alle Unternehmen. Das sind auch die Mehrheit der Teilnehmer, auch große Unternehmen. Was wir festgestellt haben, ist, wenn der Kollege, die Kollegin, die besonders versiert ist, da ist, dann funktioniert, wenn nicht, was tun wir denn dann? Das heißt, was wir gemacht haben in den ÖBB, ist sehr wohl dann auf Funktionen und Rollen runterzubrechen. Ich selber habe momentan eher die Phase der Resignation. Das Einfachste ist eigentlich immer der Mensch durch sein Fehlverhalten. Und wenn ich dann sehe, wie zum Teil die Menschen reagieren, denen ist es egal. Ich habe ja kein Problem, meine Firma hat ein Problem und im schlimmsten Fall suche ich mir eine neue Stelle. Cybersicherheit ist nicht allein ein Thema der Experten. Also bitte nicht in die IT-Abteilungen abschieben und schauen, dass dort vielleicht ein paar Spezialisten dazukommen und sagen, die machen das schon, das reicht nicht. Und einem gut gemachten Betrug kann jeder reinfallen. Und wenn die Geschichte dahinter stimmt und glaubwürdig ist, dann sage ich Ihnen, dann ist jedes Unternehmen gefährdet. Deshalb ist Sicherheit ein Anliegen von allen bis zur Geschäftsführung hinauf.